Ich vorhin gerade wieder mit einem Freund und Geschäftspartner, dass man manchmal so lange aushalten muss, das ist das falsche Wort, dass man so beharrlich an Dingen dranbleiben muss. Weil in der letzten Sekunde, wo du denkst, so jetzt ist alles cool, jetzt bist du fertig, jetzt kann es losgehen, in der Nacht sozusagen, passiert dann irgendwas, was dir wieder sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht. Oder eine Irritation auftaucht oder auf einmal ein Mitarbeiter krank ist, der dafür essentiell ist, oder ein System ausfällt. Irgendwas. Und das ist eben dieses, er sagte noch, ja, das ist schon irgendwie ein bisschen frustrierend. Ich sage, absolut, absolut. Und das ist das, was die erfolgreichen Leute ja von denen unterscheidet, die eben nicht erfolgreich vielleicht werden mit ihrem Projekt, weil sie schnell aufgeben. Weil sie diese Frustration nicht aushalten wollen. Aber die Frustration, könnte man sagen, ist ja der Preis dafür, dass man eben nachher mehr Erfolg hat als andere. Also dieses Mehr an Erfolg, das haben andere Leute ja nicht, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sind. Also das klingt nämlich so nach Zufall und so nach Glück, so nach dem Motto, sondern die Erfolgreichen sind so lange an dem Ort geblieben, bis es letztendlich funktioniert hat. Ne? Und das ist ja auch, sagt er das nicht Churchill irgendwie? Ich weiß gar nicht. So nach dem Motto, Erfolg ist, ständig auf die Fresse zu fallen, immer wieder aufzustehen und die Motivation nicht zu verlieren. Und das ist eben so das Geheimnis, diese Motivation nicht zu verlieren und sich im Vorhinein, also insbesondere bei dem Projekt, was es betrifft, habe ich schon vor Monaten zu ihm gesagt, du wirst noch sehen, was wir für Herausforderungen da noch kriegen. Jetzt sieht alles schön und super und tutti aus, ne? Aber irgendwann auf dem Weg, entweder in der Mitte oder am Ende, wird dann nochmal wieder irgendwie ein Problem auftauchen, wo man nicht mitrechnet. Das ist ganz normal. Das ist vorausberechenbar. Das habe ich auch, ich glaube sogar in meinen beiden letzten Büchern habe ich es beschrieben. Habe ich gesagt, glauben Sie mal nicht, dass alles so schön linear verläuft, wie Sie sich das gerade vorstellen. Das hat nämlich auch ja damit zu tun, was für einen Zeithorizont gibt man sich etc. pp. Es dauert immer länger, es wird immer komplizierter. Manchmal ist es sogar so, dass du am Ende mit einem ganz anderen Projekt dastehst, als wie du angefangen hast. Es gibt ja diese ganzen Beispiele von Post-its bis hin zu Twitter, deren Geschäftsmodelle eigentlich was ganz anderes werden sollten. So wie bei Twitter zum Beispiel eigentlich so ein Podcast-Dienst. So, und dann hat man irgendwann festgestellt, das ist Unsinn, dafür sind wir nicht gemacht, wir müssen was anderes machen. Und dann wird letztendlich ein anderes Produkt draus. Aber man hat den Weg nicht aufgegeben, aber man hat natürlich seine Strategie angepasst, ne? Das ist etwas so, man sollte schon so seine Träume und Ziele in Stein meißeln, aber den Weg in Sand schreiben. Weil letztendlich, es passiert jeden Tag irgendwas. Jeden Tag passiert irgendetwas auf der Welt, was du nicht vorausahnen kannst. Und es hat trotzdem einen Einfluss auf dein Projekt. Vielleicht wolltest du unbedingt ein neues Restaurant aufmachen oder was weiß ich. Das wäre sogar noch das, irgendwie, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, Gastronomie. So, und dann kommt Corona. So, und dann hast du gesagt, nee, jetzt hast du 2 Jahre Sendepause. Das ist manchmal so verrückt, ne? Das kannst du nicht berechnen. Du musst natürlich dranbleiben und das ist das Harte. Ein Ziel setzen und irgendwie einen Traum haben und sagen, oh, rosa-rote Brille auf, ich komme. Das kann jeder, ehrlich, das kann jeder. Aber nachher durchzuhalten und auch in den Situationen, wo man so richtig denkt, so, sag mal, warum, was soll das eigentlich? Ist doch scheiße, wie das gerade ist. In den Momenten dann motiviert zu bleiben, dran zu bleiben, zu sagen, nein, das Ding ziehe ich durch. Und die Geduld bringe ich auf. Das ist eben das Geheimnis, ne? Und dafür wirst du dann belohnt. Nicht für deine blöde Idee am Anfang. Wie gesagt, die Idee hat jeder. Jeder hat schon gedacht, ich erfinde das neue Toilettenpapier. Und das hat jeder schon gedacht. Aber nachher dran zu bleiben und so lange dran zu bleiben, bis es marktreif ist oder bis es funktioniert, das ist eben das, was den großen Teil von dem ganz kleinen Teil unterscheidet, ne? Ist halt so.